Moin zusammen, ich bin gerade auf dem Weg nach Wittstock, Dosse zu Fastnet. Heute ist der 2.10.23 und zuletzt war ich mit euch im Rahmen eines Livestreams am 2.10.22 bei Fastnet und wir haben uns dort mal die Zustände der Zufahrt angeschaut. Ich war gerade bei meinem Händler, habe die 3-Jahres-Inspektion durchführen lassen bei 23.000 Kilometer und dann TÜV. Interessanterweise ging das dann auch ohne die Hauptuntersuchung bei diesem Händler. Ich habe ja mal gehört, bei einigen geht das nicht, da wird dann die AU mit abgerechnet. Ja, und aktuell bin ich, wie gesagt, auf dem Weg jetzt erstmal zum ersten Zwischenziel bei der Allego, wie beim letzten Mal. Und ich habe mich mal hinter einen LKW geklemmt, folge ihm jetzt knapp 18 Kilometer und wollte mal wissen, wie weit ich den Verbrauch runterbekomme mit den 17 Zoll Felgen und mit Ganzjahresreifen. Wie wir sehen, Durchschnittsverbrauch 12,7 Kilowattstunden. Das pendelt so ein bisschen berghoch, 13 Kilowattstunden. Bergrunter geht da wieder auf 12 Kilowattstunden. Ja, von der Strecke brauche ich gar nicht viel zeigen. Vielleicht noch vom nächsten Ladestopp. Ich kann dann ja mal ein bisschen einblenden jetzt zwischendurch, was Fastnet auf Twitter geantwortet hatte. Und mir ist ja noch mal ein Foto dann zur Verfügung gestellt worden, auf dem auch ein kleiner Honda E zu sehen ist. Das blende ich auch mal eben ganz kurz ein. Und vielleicht hat sich ja was getan. Ich meine, es ist ja mittlerweile auch schon ein Jahr vergangen. Ja, dann würde ich sagen, ich fahre einfach mal jetzt gleich ein bisschen schneller. Und dann sehen wir uns beim ersten Zwischenstopp wieder. Bis gleich. Ja, schon in Neustadt-Glewe angekommen. Und was steht hier? Ein dicker, fetter LKW. Ich stehe wieder hinten beim 50er. Ich habe den netten Kollegen eben einmal gefragt, ob ich denn mal den LKW kurz filmen darf. Hab das okay bekommen. Dann gehen wir mal rum. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also, hat ein SOC von 91% und lädt noch mit 193,5 Kilowatt. Und hat aber erst 29,46 Kilowattstunden geladen. Das ist ein Volvo FH Electric. Gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Ja, wo sollen die auch laden? Die haben ja noch nichts heutzutage. Das kommt ja alles erst noch. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Das vielleicht noch ganz schnell zur Info. Ich habe meinen Routenplaner kurz befragt. Und ich soll bis 60% laden. 57% haben wir schon. Und dann würde ich mit 15% dort ankommen. Naja, ein bisschen Reserve oben drauf. Hab ja keinen Zeitdruck. Tesla Model 3. Ich glaube, es sind sogar alle Ladeplätze gerade belegt. Vielleicht hat er gerade ein bisschen ein Problem hier, wo er laden kann. Ja, jetzt bin ich bei Fastnet angekommen. Das Schild steht hier nicht mehr. Sorry für den Wind. Sie haben hier neue Ladesäulen hingestellt, Alpitronics mit Chademo. Bin hier gerade mit 27% angekommen. Und haben Sie den Platz gemacht? Leider nein. Bin hier gerade schön durchgeschockelt worden. Also 12 Monate auf den Tag genau. Und es ist hier immer noch die Schotterwüste wie vor einem Jahr. Schade. Tja, woran das wohl dann gelegen hat. Ich habe jetzt letztens irgendwo aufgeschnappt, dass Fastnet die pachten nicht, die kaufen. Also es gehört denen. Das dürfte vermutlich hier auch der Fall sein.
Nun gut, soviel zu meinem kleinen Ausflug. Das war's auch schon. Macht's gut, bis dann. Tschüss.